Ja, meine Freunde, was willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir viele neue Gesichter dabei, wie zum Beispiel Enes Alkan und Gökhan Mutlu. Und zwar, das sind zukünftige YouTuber. Bitte checkt ihr auch auf jeden Fall auf YouTube ab und in der Videobeschreibung könnt ihr auch alle abchecken. Hier ist Preso, hier ist Emine, ich glaube, über die muss man gar nicht reden. Über Joss und über Mohammed. Ich glaube, Mohammed kennt ihr auch von meinen Videos. Und zwar Gökhan, Bruder, stell dich mal kurz vor. Oder was soll ich sagen? Scheiß Gökhan, ich bin 22. Ich bin der Schwager von Seko. So, wir wollten auch langsam mit YouTube anfangen. Inshallah. Inshallah. Und Enes, Bruder? Ich bin Enes, ich bin 21 Jahre alt und ich bin der Junge, der von Seko geprankt worden ist. Ja, Leute, am 29.04. kommt das Video online. Bitte checkt das auch auf jeden Fall ab, das wird zu krass. Auf jeden Fall, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich habe Mafia von euch eben schon angeschrieben. Ich habe eben angeschrieben. Könnt ihr jetzt anfangen zu diskutieren? Die sind alle jetzt ruhig geblieben. Wunsch geschrieben. Der fragt einfach so jetzt. Dankeschön. So, oh Gott. Direkt oh, na, ich schwinge schon noch, ja. Ernst jetzt. Also wenn ihr echt auf mich gelaufen hättet. Danke, Bruder. Also entweder macht Eminem jetzt auf, ich muss mich schminken und ich zeige jetzt nicht so, dass ich mitspiele und sie erst mache. Oder ja. Ja, weil ich wurde nicht angeschrieben. Ich dachte, ich würde gerne angeschrieben guck mal, werden. Wie der grinst. Schau mal, ich sag euch so, ihr werdet es euch ehrlich bereuen. Also die Bürger, die jetzt mich wählen, an die Bürger, ne, an die Bürger, die machen echt einen dummen Fehler. Ich sag euch so, wie es ist. Es sind auch jetzt neue Gesichter da, es wird jetzt noch schwieriger. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Warum bist du so grinsen die ganze Zeit, Mann? Aber glaubst du, Sekunde hat direkt einen neuen? Boah, ja, ich das weiß macht er nicht. Nämlich immer. Das macht er immer. Alle stumm. Jetzt mal alle gar stumm, Freunde. Und zwar fangen wir mal an mit Mohammed, Bruder. Wen denkst du, also wer denkst du, ist Mafia für dich? Du musst stumm machen, du musst stumm weg. Ja, jetzt. Ja, Bruder, also ich sag dir ehrlich, Josh ist ganz schön ruhig. Josh ist ganz schön ruhig. Der ist mir ein bisschen zu ruhig gerade. Und Brezo lacht auch ganz schön unverschämt, ja? Brezo lacht ganz schön unverschämt. Also ich würde sagen, Josh und Brezo, safe. Safe. Ja, aber du bist einen von den entscheidenden Programmen. Ah, Bruder. Bruder, ich tippe. Ich tippe auf Brezo, Bruder. Ich tippe auf Brezo. Ich tippe auf Ah, okay. Danke. Emine, wen nimmst du, Emine? Auf Brezo. Boah. Joss, wen nimmst du, Bruder? Ich nehme auch Riso. Direkt. Ja. Gökhan, Bruder, wen nimmst du? So, Bruder, hört man mich? Ja. Ich würde auch Rezo sagen, aber die anderen haben auch sehr, sehr schnell geantwortet, ohne zu warten. Aber am auffälligsten war Rezo, deswegen würde ich den auch wählen. Okay, Bruder. Brezo, wie willst du, Bruder? Ich will an der Mafia was sagen. Du bist echt gut an dem jetzt. Du hast echt alle auf deiner Seite. Es bringt ja nichts. Ich gehe jetzt auf Emine, aber ich bin draußen. Soll ich direkt sagen? Warte kurz, Bruder, warte kurz. Wir machen erstmal bei Enes. Enes, wen willst du, Bruder? Bruder. Ich begründe auch, warum ich den wähle. Ich glaube, es ist Gökhan, weil als du gesagt hast, du hast uns geschrieben, ich war mit Gökhan am Schreiben, hat der mir genau dann auf WhatsApp geschrieben. Deswegen, der war genau dann online, wo du gesagt hast, ich habe demjenigen geschrieben. Deswegen gehe ich davon aus, dass es Gökhan ist. Ja. Okay. Aber trotzdem verloren hat auf jeden Fall Brezo. Brezo, ich mache dich jetzt entstumpf, Bruder. Bist du Mafia oder bist du kein Mafia? Nein. Also ich weiß nicht, in welchem Paralleluniversum ihr lebt, aber ich bin nicht Mafia.
Er war auf jeden Fall kein Muffelfreund. Bruder, bleib drin. Und jetzt könnt ihr weiter anfangen zu diskutieren. Wart kurz hier, jetzt könnt ihr wieder diskutieren. Dann gehe ich. Wart noch. Pass auf, weil jetzt muss sich jeder umdrehen. Und wenn sich jeder umdreht, kann derjenige dich auch direkt rauskicken. Moment, Bruder, du weißt, wir sind Familie, Bruder. Du weißt, Bruder. Ich schwör's dir. Ne, einer von denen hier ist auf jeden Fall ein Mafia. Ich sehe nicht aus wie ein Mafia. Ich kann niemals Mafia sein. Weil ich kenne Zirkus-Tricks. Da bin immer jetzt einen Neuen dran. Und einer von den Neuen kann es nur noch sein. Oder er macht den schlau und nimmt einfach die Mine, weil er auch nicht die Mine vorstellen lassen wollte. Aber ich weiß es nicht. Ich muss gucken jetzt. Bruder, könnte gut sein. Auf jeden Fall. Aber... Wen haben wir denn noch zur Auswahl, Bruder? Okay, Leute, jetzt mal alle noch mal stumm. Alle einmal umdrehen, damit man euch nicht sieht. Also man soll euch gar nicht sehen. Alle umdrehen. Umdrehen, weg von Kamera. Man soll niemals euer Gesicht in Kamera sehen. Alle kurz mal umdrehen. Bitte jeder umdrehen. Bredo, du auch, Bruder? Okay, Mafia, bitte einmal umdrehen. Wen? Okay, alle nochmal umdrehen. Okay, ich mache wieder alle in Stummen. Rausgeflogen. Bruder, Moment, wir sind fertig, Bruder. Auf jeden Fall. Okay. Rausgeflogen ist... Was soll ich sagen? Ja. Joss ist rausgeflogen. Guck mal, ne? Uiuiui. Jetzt, ich hab jetzt diese Augen gemacht, Bruder. Uiuiui. Ui, ui. Okay, ja. Bruder, jetzt können wir weiter diskutieren. Emine, Enes, Gökhan und Mohammed, Bruder. Bruder, das ist safe, Gökhan. Brauche ich nicht zu diskutieren, safe. Das war sinnlos, was du gesagt hast. Seiko, wann hast du geschrieben? Boah, direkt, bevor wir angefangen haben, Bruder. Ja, und dann hast du mir genau in der Sekunde geschrieben. Nein, wir haben auch davor geschrieben, Bruder. Ja, und du hast geantwortet, wo der gesagt hat, ich habe den Mafia ausgewählt. Hast du in dem Moment auch geschrieben? Nee, ich habe dir doch gar nicht geantwortet. Ich habe das doch erst gesehen. Bruder, Schwachsinn. Ehrlich. Nein, das ist kein Schwachsinn. Du gehst einfach so auf mich drauf. Nein, Digga, du bist... Ein neuer die Sache ist, wenn der Mafia schlau wäre und wenn du das nicht wärst, dann hätte der mich gewählt, weil ich auf dich geschossen habe. Dann hätten alle gedacht, du bist es. Dann hätte der Mafia einen Grund gehabt, ein Argument, um gegen dich zu argumentieren. Aber da du jetzt einfach jemanden random gekickt hast, der einfach nur so random geschossen hat, gehe ich davon aus, dass du es bist. Kann auch sein, dass ich komplett daneben liege, aber ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Theorie. Okay, gute Theorie, Bruder. Also NS, Bruder, wie willst du? Gökhan, Bruder. Gökhan? Okay, dann nächstes auf den Gökhan. Bruder, wen willst du? Oder das, was Alice gesagt hat, ist das sinnlos? Ja. Weil hätte der Mafia, glaube ich, stehen gewählt, dann hätte das ja gar keinen Sinn gemacht. Weil der hat mich ja Dings beschuldigt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber also, der schießt jetzt auf mich. Deswegen würde ich auch NS wählen. Und weil du einen neuen wählen würdest, macht das für mich eher Sinn. Okay, Emine, wen willst du? Ich glaube, ich will Gökhan. Ich sage dir ganz ehrlich, ich werde niemals wirklich mit dem kleinen Aufzug kriegen. Moment, Bruder, wen willst du? Bruder, ich sag dir, Gökhan sieht aus wie so ein eiskalter Mafia, ja? Der hat, guck mal, keine Emotionen, der ist so ruhig. Der hat vorhin ein bisschen kurz gelacht, wo wir über Mafia geredet haben. Auf einmal ist er so ruhig, so kalt, weißt du? Mhm. Gökhan ist safe. Bei dem denkt man am wenigsten. Deswegen haben auch alle den jetzt genommen, der ist safe. Okay, Bruder. Also dann hat auf jeden Fall jeder für Gökhan entschieden. Gökhan, Bruder, ich entstumm dich jetzt. Bevor du was sagst, bist du Mafia oder bist du kein Mafia, Bruder? Ich bin kein Mafia. Ja, Leute, er war kein Mafia. Richtig sinnlos, ja. Können wir weiter diskutieren? Warte, was aber wenn er... Hä, wenn das nicht Mafia ist, dann ist bestimmt Enes.
Niemals. Das würde einfach keinen Sinn machen. Weil wenn er online war... Wenn warum soll ich denn so argumentieren gegen den? Die Internet ist auf jeden Fall ciao. Ja, Mama. Okay, ich glaube, Gökhan, ich glaube, wir lösen das auf, oder? Ja, Bruder. Ey? Ja? Hallo, Leute, was macht dieser El Chapo da? Keine Ahnung, ich kriege jetzt auch raus. Auf jeden Fall, Gökhan, ich glaube, wir müssen das so langsam auflösen, Bruder. Bist du Mafia oder bist du kein Mafia? Ich war Mafia. Ja. Aber er hat sinnlos argumentiert. Du hast mir viel später geschrieben, Bruder. Nein, du hast mir geschrieben, habe ich gesagt. Nicht ich habe dir geschrieben. Plus, mein Argument hat einfach Sinn gemacht damit, wenn du mich rausgekickt hättest, dass alle auf dich gegangen wären. Und deswegen hast du einfach jemand anderes genommen. Das hat der gemacht, Bruder. War sehr, sehr schlau von dir, muss ich ehrlich sagen. Bruder, ich kenne dich doch lang genug, um das einzuschätzen. Du hast mich einmal geprankt. Zweite Mal verarschst du mich nicht. Du bist ein warm werden. Auf jeden Fall, Freunde, das war erstmal zu warm werden. Wir machen jetzt eine zweite und letzte Runde mit Amen. Bruder, bist du bereit? Ready, Bruder, ich bin ready. Auf jeden Fall, Freunde, ich habe schon den zweiten, also zweiten Mafia habe ich schon angeschrieben. Und jetzt könnt ihr mal gucken. Also jetzt könnt ihr so diskutieren. Hast du schon angeschrieben? Ja, schon längst. Dann wegen so einer Frage, wie Emina, wurde ich gerade raus. Ja, Emina raus. Ich bin dabei. Ja, aber aus Prinzip, wir brauchen gar nicht weiterreden. Also, ich glaube, Eamon, weil der war die ganze Zeit davor am Handy. Und was Seko sagt, der hat es ihm angeschrieben. Ich habe gleich einen. Ja, aber Eamon war am Handy, weil er einfach am Handy war und nichts machen konnte. Ey. Voilà, ich hoffe alles. Was soll er sonst machen? Ich bin immer noch am Handy, aber egal. Das war sehr dumm, Emine, ja, dass du jetzt auf mich geschossen hast. Jetzt habe ich ein bisschen Hass auf dich. Mach mal den Emine, mal zweite E-Mail, oder was? Nein, niemals. Diesen Level kann man nicht erreichen, Bruder. Oh, shit. Okay. Wir machen jetzt eine schnelle Runde. Amen, Bruder. Wen wählst du? Wer denkst du, ist Mafia für dich? Die erste Runde. Das kann man nicht so schnell wissen, aber was denkst du, Bruder? Emine, weil der hat jetzt gerade wieder ihre Meinung geändert. Ja, ich glaube doch nicht Amen, dann nehme ich jemand anderen. Was ist los bei dir? Ich nehme jetzt Emine aus. Okay, Mohammed, Bruder, wen willst du? Bruder, guck mal, ich sag dir, ich nehme Amen persönlich, weil der ist jetzt drin, für mich macht das meiste Sinn. Der ist auffällig. Safe. Dankeschön, Bruder. Emine, wen willst du, Bruder? Schwester? Boah, eigentlich würde ich Breso nehmen, weil ich dachte, Amen ist es nicht. Aber wenn Amen jetzt mich nimmt, dann nehme ich Amen. Okay, Joss, Bruder, wie willst du? Ich nehme Mine, trotzdem. Okay. Gökhan, Bruder, wie willst du? Bruder, ich will auch Emine, weil wir das letztens, wir haben ja Breso letztens auch so direkt am Anfang getötet. Deswegen will ich auch direkt Emine nehmen, aus Prinzip. Okay, Bruder. Preso, wen willst du? Eigentlich hat sich Emine jetzt noch fettischer gemacht, indem sie sogar von meiner Stimme direkt auf Amen gegangen ist, weil Amen die Stimme bekommen hat. Und dann hat sie so gedacht, okay, mehr Stimme auf Amen. Aber ich gehe auch auf Emine. Das war auffällig. Okay. Enes, Bruder, wen willst du? Bruder, ich schwimme einfach mit der Masse. Ich gehe einfach auf Emine, Bruder. Ich habe gar keine Ahnung gerade, ehrlich. Okay, danke schön, Bruder. Also, Emine, du hast verloren. Emine, ich entschuldige mich jetzt. Sag einfach, bist du Mafia oder bist du kein Mafia? Nein. Sie war kein Mafia, Freunde. Bleib aber noch drin. Preso, Enes, Joss, Gökhan, Mohammed und Emine. Ist das jetzt wieder eine Lüge oder ist es jetzt Emine, ernst? Emine, es tut mir leid. Das war keine Lüge. Okay, das ist wieder ernst, Freunde. Jetzt. Ja, okay. Schwierig. Boah, ist echt schwer. Also Preso, Bruder, du lachst so viel, ja? Ich höre, Preso, lachst so viel. Ich lach immer, ich bin ein fröhlicher Mensch. Weil, Leute, wir machen jetzt so, Chat darf entscheiden, wenn nächste Runde rausfliegt. Chat darf entscheiden. Oha, warte, ganz kurz. Ich habe noch eine ganz kurze Theorie, weil Enes, ne? Du warst, glaube ich, der Letzte, der geredet hat, oder? Ja, Bruder. Und du hast gesagt, du gehst mit der Masse mit. Ja. Das heißt aber auch automatisch, du willst natürlich diejenigen direkt raus haben, die am leichtesten am meisten gewählt wurde. Genau, am leichtesten.
Raus. Deswegen ist auch ein bisschen verdächtig. Ja, das ergibt Sinn. Vor allen Dingen, beide haben sich ja umgedreht, die Mafia sind. Und wenn du sagst, du gehst mit der Masse mit, das heißt, dass du vielleicht jemand anderen verdächtigt hast. Das Oder heißt, du weißt ja, wer ist. Nein, das heißt, es ist ihm jetzt quasi egal, wer rausfliegt. Hauptsache, einer fliegt raus, außer er. Genau. Lass mit Ennis reden. Ihr seid ja alles voll die Theoretiker, Alter. Auf jeden Fall, Bruder, also ich bin es auf jeden Fall nicht. Werdet ihr auch sehen, wenn ich rausfliege, ist ja kein Problem. Aber was für mich auffällig ist, oder ich weiß nicht, ich sage nur meine Meinung, aber Mohammed ist einfach viel lauter als in der Runde davor. Gerade eben war der eher stiller Zuhörer, jetzt ist er richtig aktiv dabei. Deswegen, Mohammed, wir kennen uns lange, Bruder. Okay, Freunde. Deswegen, Freunde, ich kann gerne sehen, kein Problem. Also ich mache jetzt Chat auf, Freunde. Bitte schreibt mal in den Chat rein, was denkt ihr, wer für euch Mafia? Ich schreibe jetzt alles auf. Schreibt mal bitte euer Mafia-Denkweise. Also in den Chat. 100% alles. Hier, Mohammed, sagt jemand. Amen. Freunde, was? Amen. Warum? Weil ich einfach, ich schwöre, die letzten Runden im Mafia, ihr habt mich Zeko, Breso, dies und das, ihr habt mich richtig fertig gemacht, weil ich immer der alles rausgeschmissen hat. Einfach Amen. Ich dachte, jetzt nicht die Momente rausgeschmissen, aber ich bin 100% einfach Amen. Nicht unfair, Bruder, lässt er mich fette Dinge. 4, 3, 2, 1, Chat ist wieder aus. Ey, man, ich muss doch nichts mehr sagen, Bruder, oder? Ich wollte nichts mehr sagen, Bruder. Darf ich sagen? Ja, sag, Bruder. Ich bin's nicht, Junge. Er war einfach kein Mafia, Freunde. An alle Zuschauer, was denkst du? Ohne Sinn. Einfach mich gewählt. Ich Wasser. Auf das ist ja wirklich echt. Freunde, können wir weiter diskutieren? Ey, mein Bruder bleibt noch drin. Also, du bist noch im. Also, für mich bleiben nur zwei Optionen irgendwie. Also, von der Theorie jetzt her. Einmal NS und einmal als gleiche Theorie. Mohammed, aber nur weil er gesagt hat, er ist ein bisschen lauter, also ein bisschen mehr gesprächiger geworden. Kann ja auch sein, dass er sich einfach eingewärmt hat, so. Davor war ja vielleicht euer Ding. Ja. Ich weiß aber nicht. Guck mal. Ja. Weil er die ganze Zeit wegguckt, also gerade wo er geredet hat, hat er die ganze Zeit weggeguckt. Der kam sich nicht so sicher vor, glaube ich. Bruder, ich sag so, ich hatte am Anfang keinen Plan, wie ich bin erstmal Zoom. Bruder, ich bin erstmal Zoom, ich bin Opa. Deswegen, jetzt bin ich im Game, deswegen war ich laut. Aber ich sag euch, es ist safe, Ennis. Safe, Ennis. Ennis, safe. Du warst doch letztens noch im Zoom-Meeting. Wann? Ja, Bruder, mit meiner Frau, ich habe keine Ahnung, wie Zoom funktioniert. Ja. Die studiert, Bruder, ich bin auch Schüler. Ausreden kennen wir alle. Da steht sogar noch Schüler. Guck mal, warum argumentierst du nicht gegen? Warum willst du jetzt auf mich schieben? Bruder, ich habe dir mein Argument gebracht. Bruder, dein Argument war schlecht. Okay, sag doch mal, warum sollst du nicht Mafia sein? Warum? Bruder, wie soll man das argumentieren? Wie soll ich dir sagen, warum soll ich nicht Mafia sein? Das ergibt, dieses Argument ergibt ja gar keinen Sinn. Ich kann nur nicht sagen, ich bin kein Mafia, weil der mich geschrieben hat. Ja, genau. Bruder, ich wollte dich testen. Testbestanden. Bruder, ich bin trotzdem dafür, dass du Mafia bist. Egal, safe. Ich bin dafür, dass du Mafia bist. Ich bleib bei meiner Meinung, auch wenn es okay, falsch ist. Alga nochmal stumm, Freunde. Alga stumm. Geht in euch rein, also nicht falsch verstehen, geht in euch und überlegt, wenn ihr dran nehmen wollen würdet. Moment, Bruder, wir fangen bei dir an. Bruder, ich nehme Ennis, Alter. Ennis, der schießt jetzt gegen mich, weil der Angst hat, weil der weiß, ich habe ihn aufgedeckt. Safe. Okay, safe. Joss, Bruder, wen willst du? Ich gehe auch mit Ennis. Okay, Gökhan, Bruder, wen willst du? Bruder, ich nehme auch Ennis. Aber danach würde ich Joss wählen. Okay, Bruder. Ennis, Bruder, ich komme. Wen willst du? Bruder, ich bleib bei Mohammed. Soll ich auflösen, was ich bin? War noch nicht, Bruder. Noch Preso? Preso ist noch dran, oder? Ja. Preso, okay. Bruder, wen willst du? Das ist ganz schwierig, aber ich glaube, ich gehe auch auf MS. Okay, aber ich habe den zweiten auf jeden Fall noch im Auge. Okay. MS, Bruder, ich entschuldige mich, sag mal, bist du Mafia oder bist du kein Mafia, Bruder? Bruder, an die ganzen One-Piece-Theoretiker, ich bin kein Mafia.
Leider. Leute, er war kein Muffin gewesen. Bruder, bleib noch drin. Und zwar, jetzt können wir weiter diskutieren. Es sind nur noch vier Leute drin. Also, wer Muffin ist, spielt halt krass gut, ne? Muffin spielt gerade krass. Wallah. Ich glaube, das kommt mir echt so vor, aber ich weiß nicht. Ich bin mir so unsicher. Es kann erstens entweder sein, dass die Aussage, was er jetzt vorgesehen ist, dass du so viel redest, stimmt. Oder es gibt einfach eine 50-50 Chance. Oder er ist halt wirklich einfach ein bisschen aufgewärmt. Bei mir war es damals auch so, dass ich, als ich Mafia wurde, so viel geredet habe, um mich zu verteidigen. Und es ist irgendwie auffällig, aber ich weiß nicht. Wir müssen. Bruder, ich sag dir, ich bin nicht, ja? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich hab gar nicht. Josh, was sagst du? Josh, was sagst du zu deiner Verteidigung? Jetzt wird es sehr schwer, Bruder. Ich sag dir so. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch keine richtige Theorie. Was sagt Jökan? Joes, ne? Bruder, Rezo redet sehr viel. Ey, yo, genau diese Antwort habe ich gerade zum Mann mitgesagt. Ja, aber du redest sehr, sehr viel. Aber Joe sagt gar nichts. Der sagt, mir redet gar nicht. Und ganz am Anfang habe ich gesehen, der hat kurz aufs Handy geguckt. Wer? Deswegen war der schon in meinem Hinterkopf. Wer, ich? Ja. Ja, Bruder, ich krieg doch immer Nachrichten. Ach so. Bruder, warum lachst du jetzt so aber? Warum lachst du jetzt so? Und dann, Bruder, du lachst gerade so auf. Ja, alle gar stumm, Freunde. Alle gar stumm. Jetzt kommen wir zu der Wahrheit. Auf jeden Fall. Brezo, Bruder, wen willst du? Denk jetzt weise, Freunde. Denk schlau. Denk schlau. Ich glaube, ich gehe auf Mohammed. Mohammed? Joss, Bruder, wen willst du? Oder ich glaube, ich gehe auch auf Mohammed. Okay. Gökhan, Bruder, wen willst du? Oder ich gehe auf Joss. Joss? Moment, Bruder, auf wen willst du? Auf wen gehst du? Bruder, ich gehe auch auf Josh, weil der sagt die ganze Zeit was vom Bruder und jetzt geht er auf mich. Ja, das ist auffällig. Okay, warte, Prezo will was sagen, Bruder, Prezo? Ich gehe auch auf Josh. Er ist zu schnell mitgegangen. Er ist zu schnell mitgegangen, Josh. Okay, Josh, Bruder, du bist leider draußen, Bruder. Leute, merkt euch eine Sache. Wenn er kein Mafia ist, wenn er Mafia ist, haben die Bürger gewonnen. Wenn er kein Mafia ist, haben die Mafia gewonnen. Im Hinterkopf behalten. Okay, Joss, Bruder, ich nehme dich jetzt ran. Bist du Mafia oder bist du kein Mafia? Ich bin kein Mafia. Wer war Mafia? Sehr gut. Sag, Bruder, komm. Hau raus. Ja. Hau raus. Was denn? Was willst du von mir? Bist du Mafia oder bist du kein Mafia? Ich bin kein Mafia, Mann. Bist du kein Mafia? Nein. Wie nein? Warum? Wie nein? Was? Alle haben eine Mafia geschrieben oder ein Mafia oder was? Ja, also ich habe keine Benachrichtigung von Seko hier. Hey, Bruder, ich habe doch geschrieben. Und wie machst du das? Ich bin Scheiße. Ey, ich hab grad selber Scheiße gebaut. Ich bin selber voll. Wisst ihr, was geschrieben? Ich dachte, Joss hat mir geschrieben, kann ich nächste Runde Mafia sein? Ich hab geschrieben, ja. Aber da steht, kann ich nächste Runde Medina mitmachen? Oh mein Gott. Das ist eskaliert, mein Gott. Ich hätte jetzt alles rasiert. Egal, wir hätten aber richtig erraten. Auf jeden Fall, Freunde, ich entstimme auch die zwei. Auf jeden Fall, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, mit den ganzen Jungs aus Geeks, Amen, Joss, Mohammed, Prezo, einen Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.